Spannende Unterhaltung wünscht Ihr Detektei Security Service Pappenberger. Unsere Erfahrung, Ihr Erfolg. Hallo und herzlich willkommen bei 110, das Polizeimagazin. Wer vor dem Oberlandesgericht in München zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden ist, der muss seine Strafe fast immer in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech absitzen. Wir haben uns das Gefängnis rund 60 Kilometer von München entfernt einmal genauer angesehen. Die Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, von 1905 bis 1908 unter Prinzregent Luitpold von Bayern gebaut. Nach dem Ersten Weltkrieg saß hier unter anderem Adolf Hitler und schrieb sein umstrittenes Buch Mein Kampf. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die US-Armee die Haftanstalt als Kriegsverbrechergefängnis Nummer 1. Nach der Entlassung der letzten vier Kriegsgefangenen wurde die Anstalt am 9. Mai 1958 wieder an den Freistaat zurückgegeben. In 478 Einzel- und 42 Gemeinschaftshafträumen werden Verurteilte aus dem Bezirk des Oberlandesgerichts München untergebracht. Wer neu hierher kommt, der hat diese sogenannte Zugangsuntersuchung. Da versuchen wir einzuschätzen, wie er von seiner Persönlichkeitsstruktur her ist. Wir klären ab, wie es berufsmäßig, bildungsmäßig ausschaut, was die Ursachen seiner Straftaten sind, wie er sich so gibt von seinem Verhalten her. Und auf dieser Basis dieser Persönlichkeitsuntersuchung wird ein sogenannter Vollzugsplan erstellt, wo geregelt wird, wie geht es mit dem Gefangenen weiter, wo wir da arbeiten, sind eventuell Bildungsmaßnahmen erforderlich. Braucht er auf dem Gebiet der Suchtprävention oder der Gewaltprävention irgendwelche Therapiemöglichkeiten? Wo wird er arbeiten? Wie schaut es mit Vollzugslockerungen, offener Vollzug, Ausgang, Urlaub aus? All diese Dinge stehen in diesem Vollzugsplan, der für jeden Gefangenen einzeln erstellt wird. Während der Erstellung des Vollzugsplans muss der Gefangene auf alle Fälle in den geschlossenen Vollzug. In dieser Zeit werden Neulinge immer in Zweier- oder Viererzellen untergebracht. Wir brauchen insbesondere die sogenannten Vollstreckungsunterlagen. Das ist ein Urteil, ein aktueller Auszug aus dem Bundeszentralregister, gegebenenfalls Anklageschrift, eventuell Sachverständigengutachten, wenn es welche gibt, gegebenenfalls Rückmeldung von der Ausländerbehörde bei Ausländern, ob bei denen die Abschiebung geplant ist oder ob sie ein Bleiberecht im Bundesgebiet bekommen. Das ist von daher von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Es kann sein, dass im günstigsten Fall vielleicht nach 3 Wochen der Vollzugsplan schon erstellt werden kann. Es kann aber im Einzelfall auch 3 Monate dauern. Das ist ganz unterschiedlich. Ob der Verurteilte mit Haftlockerungen rechnen kann, entscheidet sich ebenfalls in dieser Phase. Im Vollzugsplan wird beispielsweise auch die Frage des offenen Vollzuges geregelt. Wenn sich herausstellt, der kann ab sofort dahin gehen, dann kann er sofort seinen Antrag stellen. Erst wenn der Vollzugsplan erstellt wurde, kann der Häftling in einer Einzelzelle untergebracht werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, in einer Zwei- oder Viermannzelle zu bleiben. Persönliche Wertgegenstände dürfen nicht mitgebracht werden. Man darf Andenken persönlicher Art mitbringen, beispielsweise Ehering oder Halskette, Armkette, Bilder von Angehörigen, aber ansonsten ganz wenig. Also man darf keine Kleidung von draußen mitbringen, auch keine Elektrogeräte aus Sicherheitsgründen. Rund 8 Quadratmeter groß ist so eine Zelle. Wecken ist morgens um 5.50 Uhr mit einem Gong, um 6.10 Uhr werden die Zellen aufgesperrt, um 6.30 Uhr gibt es Frühstücksverpflegung, um 7 Uhr müssen dann die Gefangenen, die keine Tätigkeit haben, wieder in ihre Zelle zurück. Wer allerdings in einer der 25 Arbeitsstätten tätig ist, beispielsweise Schlosserei, Schreinerei oder Metzgerei, muss von 7 bis 11 Uhr und von 12 bis 15.30 Uhr arbeiten. Ob man hier in der Kfz-Werkstatt eingesetzt werden kann, wird ebenfalls vorher geprüft. In der Zugangsphase wird insbesondere auch geschaut, was hat der Gefangene früher gemacht. Was hat er für Schulausbildung, was hat er für eine Berufsausbildung, was hat er für Fähigkeiten. Wir wollen unsere Gefangenen möglichst berufsbezogen einsetzen. Das heißt, dass wir natürlich nach Möglichkeit schauen, in der Kfz-Werkstätte auch einen Kfz-Meister oder Kfz-Gesellen einzusetzen. Gefangene sind verpflichtet, eine ihnen zugewiesene, ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit oder arbeitstherapeutische Beschäftigung auszuüben, soweit sie dazu körperlich und geistig in der Lage sind. So steht es im Artikel 43 des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes.
Prinzipiell kann jeder Bürger sein Auto vorbeibringen, wobei wir alles, was im Bereich komplizierte Elektronik geht, können wir nicht leisten. Das können sicherlich nur Vertragswerkstätten. Aber einfachere Arbeiten wie Bremsscheiben erneuern oder Reifen wechseln oder lackieren, das können wir auch machen. Wir wollen allerdings nicht mit den freien Unternehmen in der Privatwirtschaft in Konkurrenz treten. Deswegen passen wir unser Preisniveau an das an, was draußen auch verlangt wird. Gerade in den handwerklichen Betrieben kommen die Gefangenen in Kontakt mit Werkzeugen, die als Waffe oder Ausbruchswerkzeug dienen könnten. Entsprechend wird kontrolliert. Bei jedem Betreten und bei jedem Verlassen des Arbeitsbetriebes wird kontrolliert mit Metalldetektor, ob da zum Beispiel was geschmuggelt wird. Jeder Eigenbetrieb der JVA wird von einem Handwerksmeister geführt und ist in der Regel Innungsmitglied. Unsere Schreinerei und unsere Schlosserei, die arbeitet vorzugsweise für andere Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Behörden, sowas. Teilweise aber auch da, ähnlich wie beim Kfz, könnte ein interessierter Bürger auch sich mit uns in Verbindung setzen und wir könnten auch in gewissem Maße im Privatauftrag fertigen. 5 Lohnstufen gibt es in einer JVA. In der mittleren verdient ein Häftling pro Tag 11,94 Euro, steuerfrei. Dieses Geld kann er entweder sparen oder beispielsweise in zusätzliches Essen wie Obst investieren. So kosten 6 Kiwis 99 Cent. Auch TV-Geräte können damit bezahlt werden. Rund 249 Euro sind dafür fällig. Er kann sich private Sportartikel kaufen, Sportschuhe, Sportanzüge. Er kann sich Lebens- und Genussmittel kaufen. Gerne gekauft wird im Gefängnis Tabak und Kaffee. Er kann sich einen Fernseher kaufen, ein Radio. Er kann die monatlichen Gebühren für den Fernsehkabelanschluss von seinem Arbeitsentgelt bezahlen. Wenn er telefoniert, muss er sich das von seinem Arbeitsentgelt bezahlen. Also er hat die verschiedensten Möglichkeiten, dieses Geld einzusetzen. Im Speisesaal können gleichzeitig rund 220 Gefangene essen. Mittagszeit ist immer von 11 bis 12 Uhr. Das Abendessen können die Häftlinge ab 15.30 Uhr abholen und mit auf ihre Zelle nehmen. Hier im Speisesaal wird es an diesem Tag mittags für alle Gefangenen Gemüsesuppe geben. Die Vegetarier können sich für Gemüsenudeln dann noch entscheiden. Alle anderen bekommen Schinkennudeln. Abends gibt es dann für alle Käse, Margarine, Roggenbrot und Tee. Ab 15.30 Uhr haben die Gefangenen Freizeit bis 19.30 Uhr. Dann werden die Zellen wieder geschlossen. Verschiedene Kursangebote wie Schnitzen, Töpfern, Modellbau, Musikinstrumente oder Sprachunterricht stehen zur Auswahl. Außerdem eine Bibliothek mit 16.000 Büchern. Zudem steht ein Sportplatz für Fußball und eine Halle für Volleyball und Basketball zur Verfügung. Hier im Innenhof der JVA gibt es auch einige Freizeiteinrichtungen für schönes Wetter, 5 Tischtennisplatten, ein Bodenschachbrett und für die Fitnessfreaks Klimmzüge sind auch möglich. Auf dem Anstaltsgelände befindet sich auch eine Kirche. Der heilige Ulrich, Bischof von Augsburg, wacht hier über die Sünder. Alle Religionen werden berücksichtigt und durch entsprechende Geistliche von außerhalb betreut. In ihrer Freizeit können die Gefangenen auch Besuch empfangen. Allerdings ist das nur 2-mal im Monat erlaubt, für jeweils 2 Stunden. Bis zu 3 Gäste dürfen empfangen werden. Es gibt den Trennscheibenbesuch, es gibt den sogenannten Cafeteria-Besuch und es gibt den sogenannten Langtischbesuch, was eine Zwischenform dieser beiden Formen ist. Je nach Verhalten des Gefangenen richtet sich, welche dieser 3 Besuchsformen er hat. Wer seinem Haftende entgegensieht und bereits zum Freigang zugelassen wurde, kann innerhalb der letzten 9 Monate vor der Entlassung bis zu 6 Tage Sonderurlaub erhalten. So kann der Häftling sein Leben nach dem Gefängnis bereits planen und sich auf Arbeits- und Wohnungssuche begeben. Die Einbruchzahlen in München steigen und steigen. Mit einer groß angelegten Präventionskampagne und einem überspitzten Kurzfilm will die Münchner Polizei Bürger vor einfachen Fehlern warnen. So, jetzt auf geht's. Ich glaube, jetzt packen wir's. Ja, jetzt geht's los. Auf geht's. Maske runter! Was ist denn? Schau her, wir sind im Urlaub. Ja. Jetzt gehen wir vor zur Haustür. Ja. Komm, auf geht's. Schei verreist. Jo.
sind das für ein Geschwirr? So, jetzt. Hey. Was machst du denn da? Was denn? Ja, überleg auf das mal. Du musst das mal überlegen. Ah, schau her. Wisst ihr, auf unsere Kundschaft ist halt einfach Verlass. Ja. Ja, genau. Ne? Erst denken, dann handeln. Nee, jetzt komm. Macht ihr denn schon wieder? Na, schau her. Geht doch. Das sah auch total schön aus. Ich glaube, viel mehr als meine Tüte vielleicht. Sag mal, geht's noch? Ja, Billy, ich glaube, beim Nachbarn ist Einbruch geworden. Was mach ich denn jetzt? Mensch, die haben es uns jetzt aber ganz schön leicht gemacht, oder? Ja, aber die haben ja nicht mal die Polizei gerufen. 110, Tag und Nacht. Ja, und die haben für sowas sogar Expertin, das musst du mal vorstellen. Echt? Ja, tatsächlich, unglaublich. Machen Sie es dem Einbrecher nicht so leicht. Wählen Sie, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, den polizeilichen Notruf 110. Wir sind Tag und Nacht für Sie da. Unsere Experten beraten Sie kostenlos. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Selbst mit kleineren Vorkehrungen verringern Sie das Risiko erheblich, Opfer eines Einbruchs zu werden. Denken Sie deshalb an Folgendes. Verschließen Sie alle Fenster und Türen, auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Geben Sie keinerlei Hinweise auf längere Abwesenheit, wie zum Beispiel Urlaub oder Geschäftsreise. Bewahren Sie größere Wertgegenstände und Bargeld keinesfalls zu Hause auf. Sperren Sie andere Wertgegenstände immer weg. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zeigen Sie Zivilcourage. Rufen Sie sofort bei uns an. Jeder Hinweis ist wichtig. Das war es mit 110, das Polizeimagazin. Ich wünsche nun noch weiterhin viel Spaß im folgenden Programm hier auf München TV. Besten Dank fürs Einschalten. Ciao und Servus. Sicher geht es auch nächste Woche weiter mit Ihrem Detektei Security Service Pappenberger. Unsere Erfahrung, Ihr Erfolg.